So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und diesmal haben wir ein Foil-Promo-Pack. Das war glaube ich das erste Mal, dass sie die Foil-Promo-Packs genannt haben und nicht Premium-Promo-Packs. Dementsprechend Innistrad Mitternachtsjagd in Full Foil. Gucken wir uns mal an, wenn es denn aufgeht, ohne dass ich die halben Karten da kaputt mache. Und ja, das ist mir vielleicht auch schon passiert. So. Erstmal den Arena-Code beiseite und dann gucken wir uns an, was haben wir. Grubenkämpferin aus Falkenrath. 1-Mana-1, 2-1 sogar. 1-Mana-2-1. Krass. 2-Mana, wir werfen eine Karte aus der Hand ab. Opfern einen Vampir und ziehen dann 2 Karten. Okay, kann man nur mal, wenn er in diesem Zug Lebenspunkte verloren hat. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist 1-Mana-2-1, der einen Card-Draw-Effekt hat. Der sehr strange ist. Abwägen. Abwägen in Foil. Ein blaues Mana, wir schauen uns die oberste Karte unserer Bibliothek an. Wir können sie auf den Friedhof legen, ohne danach ziehen wir eine Karte. Es ist praktisch Surveil 1. Es steht nur nicht Surveil 1 drauf, weil wir haben keinen Surveil in diesem Set. Sehr, sehr schade finde ich das. Sehr, sehr schade. Und wir haben Harald vereint die Elfen. Für mich ist es immer Harald. 4 Mana. Die erste Saga sagt, man bildet 3 Karten, man kann eine Kreaturen-, Elfenkarte oder Tyvar-Karte auf dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Das ist gut. Minus, also nicht minus 2. Zweite Saga sagt, wir können Elfen, die man kontrolliert, 1/+1 mal geben. Jedem Elfen. Auch nicht schlecht. Und die dritte Saga sagt, immer wenn diesem Zug ein Elf, den du kontrollierst, angreifst, erhalten Kreaturen, die jeden kontrolliert, -1/-1 in den Zug. Halt eine Kreatur. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Aber es ist eine Kreatur, kriegt -1/+1. Auch nicht schlecht. Ja, das war das Foil-Promo-Pack. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Alexit. Ciao, ciao.